Was passiert eigentlich, wenn ein Zauberer oder eine Hexe in der Welt von Harry Potter stirbt? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über Geister, Seelen, den Schleier, den Limbus und das Leben nach dem Tod in der Welt von Harry Potter. Wie sieht das Leben nach dem Tod grundsätzlich aus? Woraus besteht es? Gibt es bestimmte Dinge, die einem im Leben nach dem Tod nicht passieren, basierend auf den Entscheidungen, die man in der Welt der Lebenden getroffen hat? In diesem Video werde ich über all diese Themen sprechen, um euch ein besseres und klareres Verständnis davon zu geben, wie die Dinge funktionieren, wenn man auf die andere Seite tritt. Dies ist eines der interessantesten Videos, an denen ich je gearbeitet habe, also schaut es euch unbedingt bis zum Ende an und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt. Was passiert, wenn man in der Zaubererwelt stirbt? Was ist das Leben nach dem Tod und wie ist es? Ich werde mein Bestes geben, um euch die klarsten und verständlichsten Informationen zu diesem recht schwierigen Thema zu geben. Ich habe mich wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und versucht, aus allen möglichen Quellen Informationen heranzuziehen. Und ich kann euch sagen, es gibt nicht viele Informationen davon. Das Leben nach dem Tod ist ein Ort, wohin Zauberer und Hexen gehen, wenn sie sterben. Ich werde jetzt nicht über Muggel sprechen und auch keinerlei Religion mit einbeziehen. Diese Informationen basieren also ausschließlich auf den Bewohnern der magischen Welt. Die Seele einer Person reist in die Vorhölle, bevor sie ihre endgültige Reise zu ihrer letzten Ruhestätte antritt. Zuerst betrachten wir das Sterben. Es ist offensichtlich, dass die Person die Wahl hat, für immer ein Geist auf der Erde zu bleiben oder weiterzuziehen. Geister in der Zaubererwelt scheinen eine große Last aus ihrem früheren Leben zu tragen und haben oft noch Groll in sich. Sie haben mit etwas in ihrem früheren Leben nicht richtig abgeschlossen. Der blutige Baron zum Beispiel ermordete seine Geliebte Helena Ravenclaw und verurteilte sich selbst zu einem Leben der Buße als Geist. Helena Ravenclaw ist immer noch verbittert gegenüber ihrer Mutter, selbst im Tod, und so beschloss sie, auf der Erde zu bleiben, höchstwahrscheinlich um weiter zu lernen, da sie verzweifelt versuchte, ihre Mutter zu übertreffen. Dann haben wir noch den fetten Mönch, der, obwohl seine Magie eingesetzt wurde, um den Kranken zu helfen, von seinen Mitschülern ermordet wurde aufgrund seiner unnatürlichen Fähigkeiten. Er hegte auch einen ernsthaften Groll gegenüber denen, die ihm Schaden zugefügt haben. Sogar der fast kopflose Nick hat Angst vor dem Leben nach dem Tod und beschloss, für immer ein Geist zu bleiben. Trotzdem war er bei den Schülern sehr beliebt. Wie du sehen kannst, haben die Geister immer noch das Gefühl, dass sie der Welt der Lebenden etwas zu bieten haben, selbst wenn es aus egoistischen Gründen ist. Sie können jedoch, wenn sie es wünschen, durch den Schleier auf die andere Seite treten, wo sie in der Vorhölle warten werden, bis sie bereit sind. Das sind die nächsten beiden Dinge, über die ich sprechen möchte. Der Schleier und die Vorhölle. Also, was ist mit dem Schleier los? Es scheint, als ob es ein offenes Tor ist zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten oder dem Jenseits. Wie ist es dorthin gekommen? Wer hat ihn dort angebracht? Oder war es ein Naturereignis? Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Es sei denn, J.K. Rowling meldet sich zu Wort, was aber ziemlich unwahrscheinlich ist. Was wir wissen ist, dass es eine Einbahnstraße ist, durch die man gehen kann, aber nicht zurückkommen kann. Im Fall von Sirius Black wurde er durch den Schleier von Bellatrix Lestrange gestoßen. Er wurde durch den Schleier gestoßen, als er noch lebte und ins Jenseits überging. Es scheint seltsam, dass das Ministerium ein so gefährliches Bauwerk nicht besser schützt. Im Grunde ist es ein direkter Weg in den Tod, wenn man durch den Schleier geht oder stirbt. Danach tritt die Seele für eine gewisse Zeit in die Vorhölle ein. Die Vorhölle ist real, aber sie wird von den Erinnerungen und Lebenswerten der betreffenden Personen geformt, was bedeutet, dass es für jeden eine andere Erfahrung ist. Die Person wird dann entscheiden, ob sie auf Wiedersehen sagen möchte von ihrem bisherigen Leben auf der Erde mit allen, die sie kannte, und ins Jenseits übergehen möchte, das als ein unglaublich friedlicher Ort beschrieben wird, oder als Geist für alle Ewigkeit auf die Erde zurückkehren möchte. Und das ist so ziemlich alles, was wir über die Vorhölle wissen. Aber die Person hat wirklich die Wahl. Solange ihre Seele ganz ist, ist die einzige Möglichkeit, ins Jenseits zu gelangen, mit einer Seele, die völlig intakt ist. Eine gebrochene oder ausgespuckte Seele bedeutet, dass die Person nicht in der Lage sein wird, aus der Vorhölle zu entkommen. Denke daran, dass die Vorhölle für jeden eine andere Erfahrung ist. Das Leben nach dem Tod und die Welt der Toten wurden alle vom Universum erschaffen, für seine Bewohner. Die Natur zu töten,
Jemanden vor seiner Zeit zu töten, ist die größte Verletzung der Natur, die ein Mensch begehen kann. Die Strafe dafür ist, dass ihre Seele in zwei Teile gerissen wird und einem ein Platz im Jenseits verwehrt wird. Nur starke Reue kann die Seele wieder zusammenführen. Die Ironie der Seelenwiederherstellung besteht darin, dass der Schmerz so groß sein kann, dass er die Person tatsächlich töten kann, was bedeutet, dass sie nun ins Jenseits eintreten kann, allerdings um den Preis ihres Lebens in der Welt der Lebenden. Das ist ein sehr seltener Fall, aber die Seele wird normalerweise ohne jegliche Schwere entlassen. Lasst uns also kurz zu den seltenen Fällen zurückkehren und über Lord Voldemort sprechen. Tom Riddle hat Horcruxe erschaffen, was bedeutete, dass er ein abgebrochenes Stück seiner Seele in einem Objekt gebunden wurde, das ihn an die Erde bindet. Das bedeutet, dass er niemals die Welt der Lebenden verlassen konnte und dort dauerhaft in seiner vollen menschlichen Form existieren würde, solange das Objekt intakt blieb. Voldemort war also unsterblich und tat dies nun 7 Mal, wie er es ursprünglich geplant hatte, um sicherzustellen, dass er nie wieder die Konsequenzen der Natur für die Schädigung ihrer Wesen vor ihrer Zeit erleiden musste. Aber wenn er sterben würde, was schließlich geschah, würde er ein schreckliches Schicksal erleiden, wie Tom Riddles Bestrafung für seine Verbrechen. Bis zum heutigen Tag in der Zaubererwelt ist er immer noch ein halbes Wesen im Todeskampf irgendwo in der Vorhölle. Die Seele ist ein ziemlich mächtiges Wesen, das im Grunde alles repräsentiert, was die Person zu Lebzeiten war, aber in einer spirituelleren Form. Im Jenseits kann man immer noch Gefühle haben und Emotionen zeigen, wie Harry es erfahren hat, als er den Stein der Auferstehung benutzte. Remus Lupin zum Beispiel zeigte seine tiefe Enttäuschung, dass er nicht in der Lage sein würde, seinen Sohn kennenzulernen. Und zum Stein der Auferstehung. Welche Art von Verbindung zum Leben nach dem Tod hatte dieser einzigartige Gegenstand? Der einzige von den Heiligtümern des Todes, der tiefer gehende Eigenschaften zu haben scheint als die anderen beiden. Meine Vermutung ist, dass es ein Fragment des Schleiers selbst ist. Aber das ist nur meine Sicht der Dinge. Es ist viel komplizierter als das und ich bin sicher, dass ich nicht alles darüber weiß. Diejenigen, die sich im Leben nach dem Tod aufhalten, sind noch in einer vergeistigten Version ihrer menschlichen Form. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine eigene Version ihrer Welt haben, von der sie früher ein Teil waren. Ich glaube, es ist ganz anders. Alles in allem ist dies meine Erklärung über das Leben nach dem Tod in der Welt der Zauberer. Und das war's mit dem heutigen Video. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Falls dir irgendwas einfällt, was ich vergessen haben könnte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.